Ach, da könnte ich ja stundenlang drauf schauen, hier auf diesen tollen, dieses tolle Männchen. Und ich habe es in der letzten Folge auch übersehen, total, dass hier ein Revolver liegt. Ganz ehrlich, ein Revolver, hallo? Den nehmen wir natürlich mit. Das gute Stück lassen wir uns nicht entgehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation. Einer kleinen neuen Runde. Immer noch dieselbe Session wie immer, mitten in der Nacht. So, haben wir hier sonst noch was? Ach, eine Schlüsselkarte. Zack, soll ich natürlich auch mir nicht entgehen lassen. Okay. Dann kommen wir hiermit auch weiter und ich würde sagen, wir speichern direkt mal ab, denn Speichern lohnt sich in dem Spiel. Ist ein guter Startpunkt, den wir jetzt hier erbeutet haben. Ein Revolver gibt es endlich, frei Haus. Das heißt, wir können uns auch verteidigen jetzt gegen Plünderer, theoretisch. Aber die machen natürlich auch mies Schaden und sind derbe in der Überzahl. Okay, jetzt können wir vielleicht mit dieser Schlüsselkarte hier irgendwo rein. Vielleicht hier unten? Tech Workshop. Sind viele Räume abgeschlossen gewesen. Gerät immer noch unzureichend. Naja, und wenn ihr die letzte Folge vielleicht nicht gesehen haben solltet, wir werden von Plünderern verfolgt, oder nochmal so zur Auffrischung, wir werden von Plünderern verfolgt, die da oben sich irgendwo rumtreiben, denen es aber zu gefährlich war, uns zu verfolgen, weil die wissen, hier ist ein Alien in der umliegenden Region. Shit, was kann ich jetzt mit der Schlüsselkarte machen? Da muss ich ja irgendeine Tür öffnen können, bestimmt. Und wahrscheinlich ist es eine von denen da drin. Man muss auch echt immer auf diese Lüftungsschächte an der Decke aufpassen. Da könnte man schnell reinrasseln, dann steht da das Vieh vor einem. Den Mega-Herzinfarkt haben wir bisher noch nicht bekommen, aber es könnte sich ändern. Das gibt's doch gar nicht. Wie komme ich denn dann da rein? Ich habe jetzt die Schlüsselkarte und die sind aber trotzdem alle abgeschlossen. Wo muss ich weiter? Ah, Tür ist auch verschlossen hier. Guten Tag. Interessant. Ey, das gibt's doch nicht. Was bewegt sich hier die ganze Zeit? Das ist die Kamera, wir werden beobachtet. Ich werde auch beobachtet. Krass, fährt da die ganze Zeit so eine Cam mit. Ja, in die Server-Hub-Reception kommen wir auch nicht. Dann hilft's ja eigentlich nur noch zurückzugehen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Aber vielleicht bleibt uns gar nichts anderes übrig. Oder wir kommen jetzt hier rein mit dieser Schlüsselkarte. Ja, tatsächlich. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Okidoki. Ich musste gerade mal die Waffensteuerung ein bisschen probieren. Sorry, wenn ich da gerade so ein bisschen neben der Spur war. Ist es spät mal wieder. Okay, wir haben den Revolver jetzt in der Hand. Der macht natürlich auch echt Geräusche. Ach du heiliger Bimbambino. Moment, ich gucke erstmal hier rein. Alles mitnehmen. Nachher löse ich da irgendwas aus, oder? Da wartet jemand auf mich. Revolvermunition. Davon können wir jede einzelne Patrone gebrauchen. Inventar voll, Bindemittel einsammeln. Oh, da müsste ich wahrscheinlich mal was craften wieder. Vielleicht ein Medkit. Haben wir da was? Haben wir. So, und dann würde ich sagen, hier klicken, um zu basteln. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Wir können sogar noch eins bauen. Wir haben mittlerweile richtig viel Zeug. Ah, nee, gar nicht. Wir haben aber jede Menge Bindemittel. Wovon wir nur 6 Stücke mitnehmen können, liebe Freunde. So, weiter geht's. Oh Gott, der Flugschreiber. Was? Was? Shit! Nein! Vielleicht wäre ich doch besser zu der Leiche erstmal gegangen. Oh Gott, die Sicherheitskontrolle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist total laut. Nein, ich muss hier schnell raus. Komm. Was liegt hier noch? Liegt hier noch irgendwas rum, was ich nehmen kann? Halte den Revolver bereit, mein Freund. Jetzt wird's wieder richtig Psycho hier. Ich glaube, hier ist aber nichts drin. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Oder soll ich jetzt warten, bis mich hier wer holen kommt? Okay, vielleicht ist hier irgendwas. Die Dinger kann ich verschieben. Alles klar.
kleines Rätsel oder so. Damit kann ich auch nichts machen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Das ist mega laut. Was ist hier? Die Datenzelle, die wir brauchen. Perfekt. Hätten Sie den Aufzug zu Siegs & Communications. Okay, erstmal müssen wir hier rauskommen auf jeden Fall. Signal empfangen. Komm schon, das will ich nutzen. Callback-Code. Fuck, ich kenne den Code natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe. Und zack. Code akzeptiert. Yeah! Der war da oben natürlich abgebildet, aber das sah mir erst so aus wie kryptische Zeichen. So, jetzt kommen wir hier zumindest mal raus. Und ist niemand gekommen, uns zu holen. Alter Schwede, wie das aussieht. Oh Gott. Oh, Backe. Ich glaube, ich sollte mich hier nicht zu lange aufhalten. Was war das denn? Blendgranate, der Plan. Blauplan eingesammelt. Öffnen Sie das Menürad. Er braucht die Sache nicht mehr. Die nehmen wir mit. Revolvermunition und ein Sensor. Komponente B. Alter Schwede. Den haben sie aber auch echt übel zugerichtet. Das sieht gar nicht gesund aus, was da passiert ist. Okay, nicht so lange die Taschenlampe verschwenden. Wir haben nur eine Batterie noch über. Eine Ersatzbatterie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier können wir irgendwie noch rein. Cool, jetzt können wir alles hacken. Ja, erstmal hier drehen wieder. Mal gucken, was passiert. Ich kenne das jetzt natürlich auch noch nicht so wirklich. Komm schon. Da muss es doch einen Hinweis geben. Da. Okay, ich sehe es. Ach, was habe ich gemacht? Ah, ich habe mich vertippt. Da ist man noch so ein bisschen aufgeregt. Hä, das, das ist da vorne, das Zeichen. Alles klar. Dann haben wir hier jetzt das hier und dann das hier. Zack. Code akzeptiert, Zugriff gewährt. Und da müssen wir auch rein. Können wir ganz kurz checken, den Bauplan. Für die Blendgranate, was wir dafür brauchen. Sensoren haben wir hier noch, dann sollten wir direkt mal einen Sensor wieder zurückholen, denn wir können ja... Und Bindemittel. Klicken, um zu basteln. Gerät gebastelt. Eine Blendgranate, können wir direkt noch eine machen, theoretisch. Obwohl, die Sprengkapsel heben wir uns lieber mal auf. Wir haben nicht so viel Zeugs. Wir hätten halt jede Menge Bindemittel, aber... Pff. So, dann nehme ich jetzt aber ganz kurz hier... Ah ne, hatten wir die doch aufgehoben. Ich weiß gerade. Ah ne, hier. Das war ja in dem Typen drin, den Sensor. So. Der hatte den ja noch in der Hosentasche versteckt. In seiner Westentasche. So, jetzt hier mal reingucken. Oh, Impfpistolen. Können wir alle mitnehmen. Und den Sensor hätten wir gar nicht zurückgehen müssen. Alles klar. Jetzt halt die Frage, ob wir noch eine Blendgranate bauen oder nicht. Noch eine Leuchtfackel. Hier ist nur so zum Verstecken wieder. Hm. Auch zum Verstecken. Okay. Na, dann wollen wir jetzt mal den Audiolog abhören. Nicht an Marshall Waits. Hier spricht Chief Porter vom Tech Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Okay. Ja, auf dem Flugschreiber ist nichts. Wissen wir bereits auch, dass sich darauf nichts befindet? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und wir wissen nicht, was abgeht, so richtig. Jetzt kommen wir hier auf jeden Fall wieder rein. Jetzt können wir hier vielleicht auch mal in Ruhe schauen, gerade ob wir da irgendwie noch was mit dem Flugschreiber machen können, aber sieht nicht so aus.
So, und diese Geräte mussten wir verschieben, alles klar. Okay, es reicht. Das Arbeitsarchiv. Gucken wir doch mal ganz kurz hier. Hacken Sie den Aufzug. Wo ist denn der Aufzug? Der wird mir ganz da hinten angezeigt. Alles klar, das wird noch eine ganze Ecke. Das wird ein langer Weg. Aber vielleicht kommen wir da jetzt rein. Wir müssen also wieder zurück. Facility Control. Oh, da schwebt was. Da schwebt so ein Ding in der Luft. Interessant. Kleiner Bug am Rande. So, und hier kennen wir uns ja bereits aus. Das kann nicht wahr sein. Moment mal. Moment mal. Jetzt ist hier natürlich alles abgeriegelt auch. Das ist ja blendend. Jetzt kommen wir hier aber rein. Haha. Muss ich mal wieder hier den Hacker spielen. Was aushacken? Oh, oh. Oh, eine Sekunde. Okay. Was haben wir da? Da vorne. Das würde ich sagen, ist hier der. Und dann haben wir noch den hier. Und der Code wurde akzeptiert. Ich hoffe, die werden nicht viel schwerer. Diese ganzen Hacks und Gedönsel. So, erstmal anschauen, bevor wir zu dem Terminal gehen. Man soll ja am besten echt zu den Terminals gehen, weil da sind schon viele. Oh, die Abriegelung deaktivieren. Einmal, zack. Wenn sich da was tun würde. Oh, fuck. Bleib da liegen. Bleib einfach da liegen. Wollte ich nicht unbedingt Bekanntschaft machen. Jetzt höllisch aufpassen. Ein perfekter Organismus. Mir ist gerade gar nicht so nach Loks Wesen zumute, ehrlich gesagt. Fuck. Jetzt wissen wir, das Alien ist da und ich weiß nicht, wie weit es jetzt weg ist. Das war mega knapp. Die Musik wieder, ey. Hier muss noch eine Tür aufgehen und ich erschrecke. Ich würde mir die Logs ja gerne durchlesen beim Terminal, aber irgendwie. Die kommen also aus der Decke. Facility Control. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee, ich glaube, ich hab's alles. Ich habe aber auch extrem viel mitgenommen. Ich glaube auch nicht so viel übersehen, glücklicherweise. Hier liegt noch ein Buch. 200. Ach. 200 natürlich. Kennt ihr den Film? 200? Ach Gott, der war auch wieder so ein mieser Witz. Sorry. So. Archiv von Chief Porter. Chief. Die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von Sevastopol in dem Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt. Die schlechte Nachricht, wer auch immer das System gestellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Alles klar, das war einmal überflogen. Ich überfliege die jetzt mal ein bisschen. Trostlose Isolation, die Raumstation, die niemand wollte. Verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol. Ist nur noch ein rückständiges Nest, bla bla bla. Wie konnte es so weit kommen? Viel wichtiger noch, bla bla. So, und wer das... Wohin sind die Milliarden von Dollar Investitionen verschwunden? Naja, und wer das komplett lesen will, der kann ja gerne Pause drücken. Oder jemand, der ganz schnell liest, der kann das sich vielleicht auch noch anschauen. So. Audiolog gibt es ja auch, aber ich gehe jetzt mal auf Zubehör. Mal gucken, was man hier machen kann. Gar nichts. Immer super, wenn man mit Zubehör nichts machen kann. Was haben wir? Audiolog? Auch nichts. Interessant. Okay. Haben wir die Nachrichten zumindest mal überflogen. Stand aber, glaube ich, nichts Wichtiges drin. Oh, hier. Ethanol, Komponente B und ein bisschen Schrott nehmen wir mit. Können wir gebrauchen. So, das Alien ist hier lang. So viel ist mal sicher. Ich glaube, auf das sollten wir nicht schießen. Denn das Alien ist ziemlich, ziemlich stark. Oh, der Xenomorph, der perfekte Organismus. So, okay. Tür geht auf.
Lass mal verstecken. Ich wollte hier eigentlich nicht hin. Tech Workshop. Okay. Wir sind wieder zurück im Prinzip. Alter. Warte mal, hier muss ich doch den Aufzug hacken. Da muss ich doch noch irgendwie, wenn ich jetzt hier auf die Karte gucke, muss ich doch quasi fast davor stehen. Aber wo? Wo ist dieses Gerät? Oh, noch eine Kiste. Ah ja, hatten wir wahrscheinlich schon, oder? Oder ist die leer, weil ich so nur viel mies gelootet habe? Hacken Sie den Aufzug zu Seekson Communications? Ich weiß aber nicht wie und wo. Hiermit sollen wir da nichts hacken. Da können wir nur aufs Terminal zugreifen und dann ist da nicht viel. Ja, ich dachte bei Zubehör. Das könnte, würde mir durchaus realistisch erklingen, aber... das sieht nicht so aus. Ja, und sonst gehen wir uns hier, bewegen wir uns hier echt nur im Kreis jetzt. Ich frage mich, wo das Alien lang ist. Das muss ja irgendwie rausgekommen sein. Vielleicht hier oben lang durch den Lüftungsschacht. Probier mal gerade was aus. Ich guck mal gerade da rein. Schicht im Schacht, die hatten wir ja schon freigeschaltet. Wahrscheinlich, weil ich da zwischendurch mal geladen habe. Oder das nicht erkannt. Okay, jetzt sind wir wieder hier im Schacht. Aber wo soll ich denn da den Aufzug? Ich weiß es nicht. Hier im Schacht haben wir auch nicht viel. Nur, dass jetzt hier sich ein Alien rumtreibt. Na super. So, wenn ich jetzt hier einen Blick auf die Karte werfe, bin ich wieder voll weit weg. Hacken Sie den Aufzug, verdammte Hacke. Verdammte Hacke. Ja, wie denn? Wo ist das Teil? Bin ich so blind gerade, dass ich das echt übersehen habe? Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist nichts. Wenn man was aushacken könnte, oder? Müssen wir wieder Energie einschalten, oder was? Damit das funktioniert? Das müsste ich ja theoretisch fast direkt davor. Da. Da wäre das. Jetzt stehe ich quasi direkt da, bei der Tech-Werkstatt. Aber hier ist nichts. Verdammte. Verdammte Wurst. Ach Gott. Ich muss jetzt mich mal weiter hier umschauen. Und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bei Let's Play Alien Isolation. Danke für eure Unterstützung. Danke für die positiven Bewertungen. Danke für die lieben Kommentare an dieser Stelle. Und zum Abschluss habe ich noch eine Diskussion für euch. Wie glaubt ihr denn, wie Aliens aussehen würden? Etwa so?